Damit hat niemand gerechnet. Es haben sich mir 7 kosmische Schwestern gezeigt und sie haben gesagt, wir sind bereit, euch zu unterstützen und zu helfen in dieser schwierigen Zeit, die ihr gerade durchlebt. Du erfährst genaueres jetzt gleich in meinem Video. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und wir sind eines der größten Online-Webinare-Anbieter im spirituellen Bereich. Und wenn du immer gerne die neuesten Nachrichten der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal und ich bedanke mich sehr bei dir. Ja, und jetzt dieses riesengroße Ereignis, mit dem wir hier überhaupt nicht gerechnet hatten. Hilfe hat sich angesagt, ganz große Unterstützung werden wir bekommen. Und zwar haben sich meine 7 kosmischen Schwestern bei mir gemeldet in einem Traum. Es war ganz komisch, ich lag im Bett und es hat so vibriert und ich habe was gehört. Ich war so im Halbschlaf, so in Trance. Und dann habe ich sie gesehen. Ich habe sie gesehen und ich war so aus dem Häuschen, so fasziniert. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und dann habe ich begonnen, mich auf sie einzustimmen und zu channeln. Ich habe mich mit den Schwestern unterhalten. Sie sind hier. Sie haben gesagt, sie haben unsere Erde beobachtet und sie wissen, dass wir große Hilfe brauchen. Sie wissen, dass es uns ja gar nicht mal so sehr gut geht, dass wir in so einem großen Transformationsprozess und in einem Wandel sind. Und sie sind hier und werden uns unterstützen. Meine 7 kosmischen Schwestern, sie stehen bereit, mit mir und euch zusammen eine Schule zu machen. Wir werden geschult werden. Und es sind verschiedene kosmische Schwestern. Sie kommen aus verschiedenen Planeten und Sternensystemen und stellen ganz selbstlos ihr Wissen uns zur Verfügung. Sie möchten uns unterstützen, unsere galaktische Verbindung in uns zu aktivieren. Wir werden unsere Sternenfamilien finden, haben sie gesagt. Und ich werde es für euch channeln. Vor 2 Wochen wäre das noch nicht möglich gewesen. Denn vor 2 Wochen, wenn du mir das gesagt hättest, habe ich gesagt, noch gar nicht. Wie soll ich das denn machen? Allein die Abbildung der Schwestern, das hätte ich nie geschafft. Und jetzt auf einmal ist alles da. Wir sind in der Lage, euch jede einzelne Schwester zu zeigen. Und ich werde sie euch auch gleich zeigen. Ich werde sie euch vorstellen, von welchem Planetensystem sie kommen. Die Namen darf ich noch nicht verraten. Nur von einer darf ich den Namen sagen. Die anderen Namen werden dann veröffentlicht, gesagt, wenn sie uns schulen werden, weil damit wird diese Schulung aktiviert. Und das ist hochspannend. Also ihr könnt sicher sein, alles kommt von Smarana. Die Bilder, die wir erstellt haben, sind gechannelt. Die Musik, die dazu ihr hören werdet, ist gechannelt. Und die Botschaften sind auch gechannelt. Das ganze Wissen kommt aus dem Universum von diesen wundervollen 7 Schwestern. Es ist ganz faszinierend. Es ist fast nicht vorstellbar. Und es kam von ganz allein zu uns. Sie sind mit einem Lichtschiff gekommen, haben sie mir erklärt. Und sie werden versuchen, uns zu helfen, das Gute zu tun, das Gegengewicht für Corona und für Krieg. Das werden sie uns geben. Und sie haben betont, wir sind alle zusammen göttliche Wesen. Wir stammen alle von dem einen Schöpfer ab und wir möchten zusammen in Liebe für das Gute dienen. Und da ist mein Herz so aufgegangen. Ich bin
hin und weg immer noch. Und jetzt darf ich euch endlich heute, darf ich sie euch vorstellen, ich darf sie euch zeigen und das erste Mal darüber sprechen. Und ich habe auch ein Bild vorbereitet. Ich will jetzt gerade mal gucken. Ja, hier ist das Bild und hier seht ihr nun die sieben kosmischen Schwestern. Es ist total faszinierend. Ihr seht auf der einen Seite eine Gestalt, eine Schwester mit einer schwarzen Hose. Das ist unsere Schwester von Lyra. Schaut sie euch an, sie ist faszinierend und sie ist kämpferisch und stark. Sie unterstützt uns mit ihrer Stärke. Dann kommt unsere Schwester vom Sirius. Sie ist die Liebe selbst. Sie trägt ein gelbes Gewand und wenn du ihr in die Augen schaust, da schmilzt du nur so dahin vor dieser Liebe und diesem Licht. Dann kommt die Schwester vom Orion. Sie hat ein violettes Kleid an und grüne Haare. Sie ist intelligent, einfühlsam und wird uns mit ihrem ganzen Wissen unterstützen. Dann kommen wir zu der Mitte, zu unserer Plejaderin, welche die ganze Gruppe anführt. Und sie wird auch nachher zu uns sprechen. Danach seht ihr Andromeda, unsere Schwester von Andromeda mit diesem langen Chiffonkleid. Sie guckt ernst und sie hat auch sehr viel zu sagen. Dann seht ihr die Arcturianerin, die Schwester von Arcturus. Sie verkörpert Leichtigkeit und Freude. Danach seht ihr die Schwester von Procrion. Sie ist ernst und majestätisch. Sie bringt uns die Kraft und die Stärke. So, und jetzt freue ich mich so sehr. Ihr habt sie alle gesehen. Ihr habt sie gesehen und sie sehen doch so toll aus. Ich könnte dieses Bild stundenlang angucken. Jede einzelne fasziniert mich mit ihrer Art, mit ihrer, wie sie sich darstellt, was sie anhat und den Schmuck und so. Also es ist einfach toll. Und die sieben Schwestern wurden von der Allianz des Lichtes geschult. Sie haben tatsächlich hart gearbeitet, hat man uns gesagt, damit sie das Wissen für uns bereitstellen können. Sie sind einfach da, um uns jetzt durch diese Zeit des Wandels zu helfen. Und sie sagen auch, in diesem Jahr werden wir sehen, wie sich Teile unserer Zukunft an ihren richtigen Platz fügen werden. Und das ist sehr, sehr schön. Sie sagen auch, es gibt Menschen, die haben so eine vorgefasste Meinung über Außerirdische. Sie sagen, wir sollen uns nach dem Licht richten und nach unserem Gefühl im Herzen. Es gibt sogar von den Hopi-Indianern Beweise, dass sie damals vor x Jahren schon Kontakt mit den Menschen hatten und immer nur Gutes gewollt haben. Die sieben Schwestern sind von der positiven Lichtseite. Sie kommen zu uns, um uns zu helfen. Und ich soll euch sagen, sie wirken im Einvernehmen mit der göttlichen Liebe. Das ist sehr wichtig, dass ihr das versteht. Denn wir sind alle ein Teil der großen Schöpfung. Wir gehören alle zusammen. Und die Liebe Gottes trägt uns. Und aus diesem Grund, weil wir alle zusammengehören, möchten sie uns gerne helfen, weil sie wissen, wie schwer es ist, in der Zeit des Wandels, in dieser großen Transformation hindurchzukommen. Und sie haben das ja alles selbst auch schon durchlebt. Und deswegen können sie uns sehr gut unterstützen. Sie werden uns ganz viele Botschaften noch überbringen, soll ich euch sagen. Ihr könnt euch freuen. Ich werde jetzt auch vermehrt diese Schwestern channeln, damit ihr das Gefühl dafür bekommt und dann auch ja eine Sicherheit und einen Halt habt. Denn diese große Liebe und dieses Wissen, das kann nur von so jemand kommen, kann nur von diesen sieben Schwestern kommen. Und wir werden also zusammengeführt und wir wissen, dass wir in guten Händen sind. Und jetzt möchte ich aber auch gleich jetzt mit dem Channeling anfangen. Ich werde die Plejaden channeln und es wird sich eine unglaubliche Energie
entwickeln. Sie ist schon dabei, sich aufzubauen. Ich glaube, ihr spürt es, ihr fühlt es auch schon. Und jetzt werde ich mich einsprühen. Ich habe hier die Plejaden vorbereitet. Ich habe ja ein Spray von den Plejaden. Ihr findet übrigens die Links auch alle unter dem Video. Und dann noch mit der 999. Oh, sehr schön. Ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt beim Channeling. Wir machen zuerst eine kleine Meditation und dann kommt die Botschaft. Geliebte Menschenfamilie, geliebte Menschen, wir sind heute hier zusammengekommen, um eine ganz wichtige Botschaft zu erhalten. Und aus diesem Grund möchte ich dich bitten, dich vorzubereiten, indem du beginnst, das Licht der Liebe ein- und auszuatmen, indem du beginnst, dich im Lichte der Liebe auszudehnen. Und so spüre jeden einzelnen Atemzug, wie er vom Licht der Liebe getragen wird. Entspanne dich mit jedem Atemzug und spüre, wie das Licht der Liebe in dein Herz hineinfließt, dein Herz ganz weit macht und dich schon ein wenig in die höhere Energie hineinträgt. Entspanne deine Stirn, entspanne deine Augen und deinen Mund und spüre, wie diese Entspannung jetzt durch deinen ganzen Körper hindurchfließt. Spüre, wie dein Herz zu einer goldenen Sonne erstrahlt und du dich vollkommen zentriert fühlst. Versuche nun, diese Energie zu halten, währenddessen ich die erste Schwester der Plejaden rufen werden. Ich bin Aquayana und ich trage die Liebe und das Licht zu dir. Ich darf dich begrüßen mit dem Segen, so wie wir uns gegenseitig begrüßen. Und ich darf dir meine Freude mitteilen, heute das erste Mal zu dir sprechen zu dürfen. Wir sind 7 Schwestern. Wir wurden ausgewählt von der Allianz des Lichtes und haben sehr viel gearbeitet, um für dich da sein zu dürfen. Wir werden dir helfen beim Übergang in die neue Zeit. Wir werden für dich da sein, mit unserem ganzen Wissen. Wir verkörpern die besten Qualitäten der Energien der neuen Zeit. Und wir werden dir helfen, diesen Übergang in die neue Zeit so lichtvoll wie möglich zu erleben. Wir sind hier, um euch, um dich
durch diesen Übergangsprozess zu führen. Es werden unglaubliche Energien freigesetzt, die uns helfen werden, das neue Zeitalter mit neuen Wegen und neuen Wundern herbeizuführen. Und wir freuen uns so sehr, dass du heute hier bist und unsere Botschaft hörst. Ich leite die Gruppe der sieben Schwestern und deswegen eröffne ich heute das erste Channeling für euch. Wir wissen, wie wichtig es ist, wenn man Unterstützung bekommt, denn wir alle haben das schon erlebt, was du gerade erlebst. Wir sind hier, um das Licht zu stärken. Und wir handeln in der Liebe Gottes, im Einvernehmen der göttlichen Führung. Wir sind genauso wie du, erschaffen von der großen Schöpferkraft der Liebe. Und wir sind ein Teil des Universums, genauso wie du auch ein Teil bist. Und so werden wir dich schulen auf vielen Gebieten, die dir nützlich sein werden. Wir werden dir zeigen, was für deinen Weg richtig ist. Und wir werden dir helfen, alles, was in dir ruht, zu aktivieren und dich zu begleiten. Denn alles, was du brauchst, das ruht in dir. Und wir werden dir den Zugang erleichtern, sodass du selbst mit deiner eigenen Kraft wirken kannst. Wir kommen mit unseren Schiffen und werden auch einige von euch auf unseren Schiffen schulen. Wir bringen die große Hilfe, das große Licht auf die Erde. Und wenn du bereit bist, diese Hilfe anzunehmen, dann fühle dich ganz herzlich willkommen. Denn es ist uns eine Ehre, diese große Lichtarbeit zu tun. Wir tun dies selbstlos, im Sinne des Großen und Ganzen. Denn wir wissen auch, wenn die Erde, dein Heimatplanet, den Transformationsprozess schafft, wird davon das ganze Universum profitieren. Und so ist es wichtig, dass ein jeder Einzelner von euch erkennt, wie wertvoll diese Arbeit ist, wie wertvoll diese Schule ist, die wir für euch eröffnen werden. Die erste Schule ist die Schule der Plejaden. Und dazu laden wir dich ganz herzlich ein. Du erhältst sehr viel Wissen der Plejaden, sehr viel Lichtkraft und viele Techniken, die dir den Alltag in deinem Leben erleichtern, die es dir leichter machen, mit den negativen Energien
umzugehen. Denn gerade in der aktuellen Zeit sind die negativen Energien sehr stark. Sie bäumen sich auf und möchten deine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Deswegen sind wir hier, wir sieben Schwestern, um dir zu helfen, dein Licht zu halten, sodass dich die negativen Dinge gar nicht mehr interessieren werden. Wir möchten dir Halt geben und dich führen, dich zu einem starken Lichtarbeiter machen, sodass du deinen Weg in Frieden und Liebe gehen kannst. Und so fließen die Worte direkt in dein Herz hinein, direkt zu dir. Und sie berühren dich in der Tiefe deiner Seele, in der Tiefe deines Herzens. Und so fällt der Sternenstaub von den Plejaden auf dich herab, berührt deine Seele und du fühlst unsere Nähe, denn wir werden dich gerne begleiten. Und so verabschiede ich mich von dir voller Liebe und freue mich, dass du heute hier bist. Es war so schön und tief berührend für mich. Und ich freue mich so sehr, dass jetzt das alles losgeht, dass es losgeht. Ich freue mich so sehr und ich wünsche euch allen eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Wenn euch die Botschaft gefallen hat und ihr weiterhin so wundervolle Botschaften und die neuesten Nachrichten der geistigen Welt erhalten möchtet, dann bitte klicke hier auf die Kugel und abonniere meinen Kanal. Und ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.